Moin aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator 22, die zwei vom Bau zusammen mit Intoxic zockt. Servus miteinander. So, wir haben diesen Holzkasten weitestgehend zusammengeschustert. Und ja, jetzt fehlen noch zwei von diesen Betondingern hier, von diesen Stützen und eine Holzplatte. Ja, die Holzplatte mache ich jetzt gleich. Das ist dann die letzte. Jo. Das ist das letzte. Da hast du recht. Und an den Pfosten kommst du nicht ran, sagst du, ne? An die Pfosten komme ich zwar ran, aber da würde ich dann bei dir an den Kran anpischen. So, ach so. Das nicht so. Ja, dann pack ich die dahin, das ist ja kein Thema. So, was haben wir denn als nächstes? Fertigwandelement. Oh, ja, jetzt. Er hat da noch irgendwie zwei Elemente hingelegt. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das Decken oder Wände ist. Wände, sagt er. Ja, die Wände stehen beim Nachbarn auf dem Dach. Ach so. Wenn ja. Du mir das Paket da aufs Dach stellst, dann packe ich das da oben aus, weil dann kann ich die Wände stellen. Oh. Oi, oi, oi. Das war aber. Warum ist das denn jetzt umgekippt? Was soll denn der Scheiß? Warte mal, ich muss erst diese komische Betonpumpe hier retten. Ja, ja. Bevor die hier ein Tänzchen macht oder so. Kommst du nicht dran ans Dach? Nee. Also vom aktuellen Standpunkt aus, nein. Ja, dann hole ich dir den Kasten da mal runter. Ja, das wäre sehr nett von dir, wenn du Kasten hier draufstellst. Wäre ich dir sehr verbunden. Aber der Standort war gut. Der war gut, also da passiert definitiv nichts. Ich hoffe, da hatte der Onkel vom Kieswerk auch nichts dagegen. Ja, also aktuell habe ich noch keine Beschwerden gehört. So. Zieh mal deinen Rüssel ein bisschen ein. Ich komme nicht rum. Also beziehungsweise absenken oder so. Ja, perfekt. So. Das kämpft man doch eigentlich an, ey. Ja, wunderbar. So, dann kann ich nämlich runter. Der letzte Betonpfosten, da bin ich mal gespannt. Bald fertig hier. Bald kann hier Futsball gespielt werden. Bald, ja. Bald. Da ist noch der geheiligte Rasen entstehen. Ja. Mit ganzen Drainagen, wobei da dürfen wir wahrscheinlich wieder baggern wie die Wilden.
Aber das hat ja das letzte Mal super. Da kannst, Rasen können sie irgendwas einpflanzen. Wenn ich da einmal drauf pinkel, dann ist der heilig genug. Kommst du ran? Schon, ey. Eigentlich schon, ja. Ja, Mann. Dann kommen ja nur noch die roten Pakete eigentlich, oder? Kommt noch irgendwas vom Stahlhandel? Nö, das dürfte eigentlich. Wobei, ich sag niemals nie. Wahrscheinlich dürfen wir jetzt wieder die Konstruktion. Wollte gerade sagen, weil irgendwas fehlt doch oben am Dach, oder? Ja, die Trägerkonstruktion fehlt. Und dann dürfen wir wieder 10.000 Dachplatten da oben drauf packen. Deckenelement Holz. Ach, die Dinger. Ja. So, jetzt müsste man dann die Dachkonstruktion. Wenn wir nicht alles täuschen. Ja, oder die werden geliefert, weil wir die ja beim letzten Mal so brav abgeholt haben. Gut, wäre... Ich muss, dass ich jetzt schnell Neiblitz und den Transportraum zurückgehe. Ja, mach mal. Nicht, dass der im Wege steht. Lass mal da noch Miete für zahlen müssen. Hopp, und weg ist er. Jawohl. So, wo steht der gerade im Weg? Wahrscheinlich mit der Stütze, oder? Stütze wahrscheinlich wieder, wa? Nee, nur der Ausleger. Naja, bin ich gespannt, was jetzt passiert. Ah ja, die Stützen stehen jetzt auch, okay. Die sind aber nicht da. Das heißt, die müssen geholt werden. Zwei Stück, das waren... Das, ja, okay. Eine pro LKW. Dann lade ich schon mal diesen Scheiß hier, diese roten Paletten. Kannst ja Schnellreise machen oder so. Ja, ich nehme aber beide LKWs. Nimmst du beide mit, okay. Ja, beide. Ah, du musst eh... Nur einen. Nee, du musst ja eh per Hand aufladen. Die laden ja nicht, die Schweinehunde. Richtig. Du musst sie eh per Hand laden. Ja, und dann dürfen wir wieder 20.000 Blechplatten legen. Dann langt aber ein LKW, ehrlich gesagt. Ja, ich sag ja, wenn du sowieso selber laden musst und hier eben im Kran abheben, dann kannst du ja schon wieder abdampfen, ne? Ja. Ja, dann kann ich nämlich eins aufladen, Schnellreise, abladen, nochmal hin, aufladen, passt. Ja, abladen kann ich dann ja machen. Ja. Steigst du kurz aus, damit der LKW nicht sonst wohin fliegt? Das Thema hatten wir ja schon. Richtig. Ich meine, gut, wenn du bis zum Stahlhandel fliegst, sollte das egal sein, dann passt das. Dann hast ja, du die. Fall, dann hast du. Vor allem hast du dir die Schnellreisegebühren gespart. Das auch, ja. Da muss ja immer ans Geld denken, ne? Ah, Geld habe ich genug. Das habe ich genug. So, Paket 1 verladen. Macht der automatisch verladen? Nee, hab ich. Hab ich verladen. Okay. So, ich hol dir das Ding da eben runter. So, ich bin auch schon mal LKW draußen. Oh
Müsste eigentlich so funktionieren, wa? Irgendwann hast du da echt ein Auge für, wo du mit was hin musst, ne? Ja, absolut. So, hol mal Paket Nummer 2 und dann haben wir es. Dann kommen wahrscheinlich wieder 30.000 Deckplatten. Ja, das vermute ich mal so. Dass das so kommen wird, leider. Aber wenigstens haben wir hier dann kein Baumaterial mehr liegen. Das heißt, das Ding ist dann fertig. Richtig. Wie gesagt, nach dem Deckenbau ist das Ding ja eigentlich abgeschlossen. Ja. Und dann kommt der Eingangsbereich. Da kommt wahrscheinlich Ticketverkauf und so. Ja. Ja, hier werden auch Restaurants und sowas drin sein. Man gönnt sich ja... VIP, Küche und Pressebereich. Naja, ne? Irgendwo muss die Lügenpresse ja rein. Mir klar, dass das jetzt kommt. Ja, was denn? Guck mal, ich kenne ja die aktuellen Fußballer nicht, ne? Ja. Aber da hat dann, was weiß ich, ist dann Manuel Neuer auch bei? Ja, der steht im Tor. Na, guck mal, dann sagen sie nachher, was weiß ich, Manuel Neuer hat ein Tor geschossen und tatsächlich war es der Rummenigge. Spielt doch schon lange nicht mehr der Rummenigge. Egal. Ja, das sind so... Du bist schon älteres Semester. Aber das sind wirklich so die letzten Fußballer, echt, wo ich mich dran erinnern kann. Karl-Heinz Rummenigge, ihr Paul Breitner. Die kennt man noch so. Bleib mal stehen. Warte. Nee, bleib stehen. Hatte das Thema heute mit der Frau Ascher, wobei ich gesagt habe, mir ist doch das wurscht, wie der Fußballer heißt oder wo er herkommt. Ja, sobald er einen deutschen Pass besitzt, guten Fußball spielt, interessiert mich das alles nicht mehr. Weil ich will guten Fußball sehen. Ja. Ja. Mir ist es egal, ob der dreigeschlechtlich ist oder fünfgeschlechtlich oder keine Ahnung, wie binär und hin und her. Ja. Interessiert mir alles nicht. Ich will nur guten Fußball sehen. Ja, oder ist mir völlig egal. Nicht, oder ob er seinen Schnippi dreimal ums Bein und dann hinten einführen kann, dann ist doch alles egal. Ja, das juckt mich alles nicht. Wenn er einen guten Fußball spielt und das spielt er, aber sonst wäre er ja nicht in der Nationalmannschaft, dann würde ich ein gutes Fußballspiel sehen und alles andere ist mir doch völlig Banane. Ob der jetzt schwarz, gelb, grün, blau oder lila ist, interessiert mich nicht. Dann will ich mal auspacken, wa? Ja. Nee, weil halt viele aufgrund der Hautfarbe die Spieler kritisieren. Aber ganz ehrlich, wen interessiert's denn? Wenn er guten Fußball spielt, dann ist es berechtigt, dass er in der Mannschaft ist und dementsprechend, ja. Pass auf, jetzt kommt wieder, kann mit diesem Gerät nicht gehoben werden. Ja, natürlich. Hatten wir nicht sowas? Hat man. Aber das geht. In was für ein Gesch... Ich glaube, ich muss mir irgendwie umstellen, weil sonst komme ich doch gar nicht dran. In was für ein Gestell hängen die Dinger denn? Ach, hier hinten, die kann ich einfädeln schon, wenn ich so hochkriege. Auf der Ecke sehe ich gerade. Ja, die Ecke mache ich jetzt. Ich will mal probieren, ob ich die hochkriege. Ne, irgendwas konntest du das letzte Mal nicht heben. Ja, das weiß ich. Deswegen will ich mal gucken, ob das geht oder nicht. Warte mal, welche sind denn das? Das ist das Ding, ne? Und wenn es nicht geht, dann musst du es mit dem Mobilkran machen, ist klar. Ja, das ist das mit dem Flutlicht, genau. Ja, lass zu schwer für die aktuelle Baumaschine. Ist doch ein Witz, nur weil da so ein paar popelige LED-Lampen dranhängen, du. Du kannst das Flutlicht nicht anheben. Nee. Ja,
das ist natürlich nicht. Ich kann diese Dinger nicht anheben. Das ist ein Witz, das müsste der locker können. Ja, normalerweise ja. Normalerweise müsste das eigentlich locker heben können. Aber naja. Ja, man kennt's. Ui. Hat man ja beim letzten Mal schon, dass es da hat er ja arg meckert. Ja. Vielleicht nicht daneben. Wobei ich mich gerade frage, was wohl leichter ist. Das, was du da gerade hochhebst oder das, was ich hochhebe? Das dürfte so ziemlich eigentlich gleich sein. Ich weiß ja nicht, was sie da verwendet haben, aber das schaut halt nach einem Vierkantrohr aus, leicht gebogen. Ist meist Stahl. Also normalerweise müsste der Kran vom Gewicht her schaffen, wobei ich denke mir, von der Höhe her wird es ein Problem sein. Weil die halt drüber hinausstehen, ne? Also du kommst mit deinem Kran gar nicht so hoch. Aber dann soll er nicht sagen, es ist zu schwer, weil das ist Quatsch. Ja. Also ich wette, das ist natürlich völlig. Also die Dinger, die hier gerade dran gebaut sind, die dürften schwerer sein als die komischen Teile da. Ja. Ja, wie gesagt, aber da geht es dann um die Höhe. Ja. Aber da hast du dann natürlich recht, dass es Quatsch ist, dass der sagt, kann die Last nicht heben. Dann soll sie schreiben, geht aufgrund der Höhe, dieses Gerät kann aufgrund der Höhe nicht benutzt werden oder so. Ja. Das würde wesentlich mehr Sinn machen. So, sag mal, waren diese Dinger beim letzten Mal auch schon in so einem Gestell? Ja, waren sie. Das waren sie. Vor allem bin ich mal gespannt, wie es diesmal gelöst ist mit den Dachplatten, ob da wieder alles Mögliche im Wege steht. Sieht ja erstmal nicht danach aus. Ja, erstmal nicht, ne? Weil das war ja auch eine Katastrophe. Aber das haben die absichtlich gemacht, die Banausen. Man kann es fast meinen, ja. Ja, das hast du ja schon an seinen Dialogen gehört. Stimmt, ja. So, zwei Stück noch, dann sind die Dinger auch dran. Ja, und ich muss bloß noch das Flutlicht hinbasteln, dann bin ich damit auch fertig. Aber dann hast du mit diesen Trägern hier erstmal nichts zu tun. Ja, aber das Dach wird halt dann wieder lustig. Ja, wohl wahr. Zack. Flutlicht installiert. So, und der letzte Träger.
So. War klar. Dann kommt alles. Ach Gottchen, nee. Machst du wahrscheinlich jetzt Standortwechsel, wa, oder? Ach nee, kann. Nee, müssen. Ich kann hier stehen bleiben oder ich kann rüberfahren. Mir ist, ist die Frage, was du machen willst. Also. Ja, nee, kannst auch da stehen bleiben. Bleib ich da stehen. Müsste auf selbe bei rauskommen. Ja. So ziemlich. Ich meine, ich habe ja ein bisschen. Kann ja ein bisschen auslegen, ne? So ist es ja. Bloß schauen, dass ich da an diesen Betonträgern irgendwie halbwegs gut vorbeikomme. Ach ja, Mensch. Ja, aber dann haben wir wieder gut was geschafft, auf jeden Fall. Auf jeden. Was weggeschafft. Was? Sag gut, was weggeschafft. Auf jeden Fall. ...48 Deckenplatten schon wieder. Mann, Mann, Mann. Hoppala. Ja, aber das war doch klar. Hat man ja, doch beim ja. Letzten Mal schon. Auf jeden Fall. Bin gespannt, was dann beim Eingangsbereich kommt. Da kommt ja garantiert auch so ein Dach drauf. Ja, natürlich. Exakt dasselbe. Aber es sieht schon imposant aus. Da kann man nun mal nicht leugnen, ne? Ja, doch. Macht was her. Ich hoffe, wir werden dann hier, wenn wir hier fertig sind, wenigstens zu einer Bratwurst eingeladen, ne? Das kannst du mal voll vergessen. Ich meine, das Spiel muss ich nicht sehen. Wieso kann ich das vergessen? Ja, wurdest du bis jetzt auf irgendeiner Baustelle zu irgendwas eingeladen? Ja, bei der Raketenbasis. Ja, da konntest du den Start mit angucken. Ja. Hat man ja auch noch nie gesehen. Das war schon ein Highlight, ne? Das war definitiv ein Highlight. Ja, das ja. Das war dann auch schon wieder das höchste der Gefühle. Ne? Ja, vielleicht dürfen wir uns ja auch hier das Spiel angucken. Ja, da kriegst du dann auch deine Bratwurst, also von daher. Wobei ich das Spiel ja gar nicht sehen will. Bist ganz schön undankbar. Das interessiert mich nicht. Nee, nee. Ja gut, das muss man einfach akzeptieren. Wenn es einen nicht interessiert, interessiert es einen nicht mehr. Ich meine, wobei man sagen muss, wenn man so, hier in Berlin gibt es das ja, dieses Public Viewing und so weiter, ne, auf der Straße des 17. Juni.
Wenn man da natürlich live dabei ist bei sowas, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne? Ja. Also da ist, das liegt aber auch alleine schon an der Stimmung, die da ist. Absolut. Wobei ich, glaube ich, so ein Public Viewing einem Stadionbesuch vorziehen würde. Ganz ehrlich, ich auch. Weil, ja, guck mal, wenn du hier auf so einer Tribüne, du siehst doch gar nicht, wo der Ball ist. Nicht wirklich, ne. Und im Fernsehen, da haben sie schön die Kameras drauf, das ist doch perfekt. Ja, du schaust das halt schön auf einer Großleinwand, ne, du hast nette Leute in Feierlaune um dich rum. Richtig. Du kennst ja den einen oder anderen, oder aber du lernst neue Leute kennen. Ja. Bin ich mal gewesen damals zur WM auf der Fanmeile. Das war schon cool. Ja. Also jetzt nicht direkt beim Spiel, sondern zwischen den Spielen. Aber da kriegtest du schon so diese ganze Atmosphäre mit, ne? Ja. Ja, wie gesagt, also wenn, dann würde ich auch lieber zum Public Viewing gehen. Ja. Anstatt, dass ich mich da irgendwo in der Stadion reinquetsch. Aber das ist natürlich alles persönliche Geschmackssache. Genau. Weißt du, weil du hast halt die Möglichkeit beim Public Viewing, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr, geh nach Hause, fertig, aus der Lack. Ja, aus so einem großen Stadion weiß ich nicht, ob man da so ohne weiteres dann rauskommt. Ja, doch, aber trotzdem. Also gehen kannst du ja jederzeit, ne? Ob Stadion oder Public Viewing, aber ich finde halt, Stadion, du zahlst ein Schweinegeld jetzt zum Beispiel für die Euro-Karten. Ja, ja. Ja, es ist halt beim Public Viewing hast du es halt überhaupt nicht. Das ist kostenlos, ne? Deswegen, ja. Das ist irgendwie völlig überzogen, die Preise. Ich weiß auch, eine Bekannte von mir, die war mal beim American Football. Alter, was die da für Preise haben, du, das war schon... Das ist eine Hausnummer, hä? Ich hab's verdrängt, ja. Aber es war eine Menge auf jeden Fall. Ja, das ist schon nicht ohne. Wie viele Platten haben wir denn noch? Genug, nee, war? Nee. Ja, 32. Ich würde sagen, wenn ich mal so auf die Uhr blicke, dass wir das jetzt bis auf die letzte Platte dann fertig machen. Bis dahin passiert ja nichts und dann haben wir wahrscheinlich mit dem Gespräch mit dem Bauleiter und Abschluss dieses Bauabschnittes und dann würden wir halt auch den nächsten noch anfangen tatsächlich. Ja. Und für heute ist dann hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Schaut beim Intoxic rein, netten Kommentar da lassen, nettes Mettbrötchen könnt ihr da lassen, das wäre mal was. Und ansonsten, ja, sehen wir uns dann bei der nächsten Folge wieder. Das müsste dann der Sonntag sein, ne? Wenn wir richtig davor liegen. Müsste theoretisch Sonntag sein, ja. Und ich bin gespannt, ob wir dieses Stadion, also zumindest bautechnisch, noch vor dem Endspiel fertig kriegen. Auf jeden Fall schaffen wir das. Bisschen ranklotzen, dann passt es. Genau. In diesem Sinne sagen wir erstmal ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.